Yannick, Glückwunsch. Glückwunsch zum Einzug ins Achtelfinale. Ich glaube, war heute ein geiler Fight, ein geiler Abend insgesamt. Ja, ich denke, gerade in der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr so auf den Ball. Aber ja, das ist auch das, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat, dass wir dann nochmal über die Zweikämpfe ein Spiel entscheiden können. Wir haben alle miteinander gefightet und ja, ich denke, dann am Ende auch noch das wichtige 2-0 gemacht. Da war, denke ich, die Luft raus. War ein bisschen spät, hätte früher fallen dürfen? Ja, ich denke, wir haben es ein bisschen versäumt, die Bälle vorne mehr zu halten. Wir haben uns nur noch auf die Defensive konzentriert. Hannover hat auch noch alles nach vorne geworfen. Da war es klar, wir haben mit vielen hohen Bällen agiert. Ja, fürs nächste Mal müssen wir dann irgendwie vorne noch mehr die Bälle festhalten als ganze Mannschaft und dann vorher natürlich die Entscheidung machen. Absolut geile Stimme auch heute von unserem Blog, von unseren Fans hier in Hannover. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, natürlich. Ich denke, für solche Spiele, ja, macht man diesen Beruf oder ja, will man Fußball spielen. Es waren sehr viele Emotionen im Spiel auf beiden Seiten und ja, mit dem glücklicheren Ende für uns. Und ich denke, jetzt können die Wolfsburger glücklich nach Hause fahren. Kuhn, Glückwunsch. Glückwunsch zum Einzug in Runde 3. Achtelfinale heißt es jetzt. Geiler Abend. Ja, auf jeden Fall. Gerade auch in Hannover. Ich glaube, nicht nur die Spieler, also, sondern auch die Fans haben sich gefreut auf dieses Spiel. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn wir jetzt als Sieger vom Platz gegangen sind. Wie hast du das Spiel heute gesehen? 1-0 in Führung gegangen und dann hat man das 2-0 doch ein bisschen lang warten lassen. Siehst du das auch so? Ja, ich denke, wir spielen eine sehr gute erste Halbzeit, wo wir auf einem schweren Platz sehr gut Fußball spielen und wir machen ein richtig, richtig schönes Tor. Und zweite Halbzeit hatten wir natürlich erwartet, dass Hannover mehr Druck ausüben würde und auch mit viel mehr langen Bälle spielen und mehr Stürmer auf Platz hinstellen. Aber trotzdem haben wir unsere Konter nicht so gut ausgespielt und das 2-0 war auf jeden Fall schneller drin. Aber wenn man das dann vorne nicht macht, dann muss man einfach unsere Tor verteidigen, bis es nicht mehr geht. Ich glaube, das haben wir wirklich gut gemacht und ja, dann im Nachhinein das 2-0 endlich gemacht. Wie hast du heute unsere Fans gesehen? Die haben, glaube ich, gut Party auf dem Rängen gemacht. Man hat sie sehr, sehr gut gehört. Geiler Sieg, auch für die Fans? Ja, ich muss sagen, wo ich erste Halbzeit da stand, hat es wie ein Heimspiel angefühlt. Also das war wirklich top. Sie waren ja auch alle im Weiß, zweite Halbzeit. Da habe ich mich drüber gefreut. Das war sehr, sehr geil anzusehen. Und ja, lass uns hoffen, dass sie es so weitermachen und dass es gegen Dortmund auch genauso wird. Oh, Wout ist weg. Meine Damen und Herren, Wout ist weg. Aus dem Bild verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Wout, Glückwunsch. Glückwunsch zum Weiterkommen. Glückwunsch zum Achtelfinale. Ich glaube, das war heute absolut ein geiler Sieg. Ja. Erste Halbzeit haben wir das gut gemacht, haben wir hier gut gespielt, genau wie wir das wollen. Und zweite Halbzeit war nicht gut, war eigentlich kein schlecht, glaube ich. Aber ja, was eins Ding haben wir super gut gemacht heute, da war es super wichtig. Wir haben super gut verteidigt, von hinten aus sehr konsequent, das haben wir super gemacht. Und es war ein bisschen schwer, wir haben nicht viele Bahnen mehr nach vorne gespielt und vorne auch nie gehalten den Ball und das haben wir nie gut gemacht und trotzdem haben wir sehr viel gearbeitet und so den Sieg bekommen. Ich glaube, was heute zählt, ist einfach das Weiterkommen. Ich glaube, 2-0 ist auch ein verdientes Ergebnis. Siehst du das auch so? Ja, nein. Ja klar, das Pokal ist immer eins Ding, das muss weiterkommen, ist ein Spiel und das haben wir gut gemacht und wir sind weiter und das ist das Most Wichtige und das ist super geil. Wie hast du denn die Fans heute wahrgenommen? Ich glaube, die haben heute gut Party gemacht, gut Stimmung gemacht auf den Rängen. Auch so gesehen, auch so gehört? Ja, naja, klar, natürlich. Die waren mit sehr vielen waren sie da und ja, das ist super. Das ist für unsere Mannschaft sehr wichtig und das gibt einen wirklich großen Boost und ja, das haben wir am Ende auch miteinander zusammen gefeiert. So, das war gut. Max, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zum Derby-Sieg gegen Hannover. Glaub, war ein geiles Spiel, geiles Erlebnis heute. Ja, ein bisschen mehr gezittert, als hätten wir es irgendwie gebraucht. Also ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen den Zugriff aufs Spiel verloren, ein bisschen wenig nach vorne gemacht auch. Aber ich glaube, wenn man dann in der 394. Minute das 2-0 macht, dann bei den Fans auch noch. Also ich muss sagen, ich hatte richtige Gänsehaut. Ich muss sagen, ich glaube, das war der schnellste Sprint, den ich da gezogen habe im ganzen Spiel. Und ja, freuen uns natürlich riesig. Ich glaube, heute, was zählt, ist das Ergebnis und einfach, dass man eine Runde weiter ist, oder? Absolut. Also so ein Spiel mussten wir einfach gewinnen. Das haben wir mit 2-0 bravourös getan. Ja, dass uns auch klar ist, dass wir nicht 90 Minuten Hannover 96 auf diesem Platz an die Wand spielen. Ich denke, erste Halbzeit relativ souverän. Zweite Halbzeit hat uns ein bisschen der Druck dann nach vorne gefehlt.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben einfach 2-0 gewonnen hier. Auswärtssieg, Derby-Sieg, einfach geil. Dann sag noch mal 2 Sätze zu den Fans, die ja heute wirklich richtig Party gemacht haben, glaube ich. Also ich muss ehrlich sagen, es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man das so sieht. Auch speziell, wenn man das 2-0 macht und dann einfach da hinläuft. Und das ist einfach Gänsehaut da. Und ich muss sagen, also Riesenkompliment an die Fans. Das war wirklich eine astreine Leistung. Und ich bin froh, dass wir gewonnen haben und sie damit auch belohnen konnten. Wir Glückwunsch zum Weiterkommen, Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du halt das Spiel gesehen? 2-0, glaube ich. Verdient? Ja, verdient schon. Ein brutales Kampfspiel über sehr, sehr viele Zweikämpfe, viele Fouls, schwerer Rasen zu bespielen und wir haben das sehr, sehr gut gelöst. Beschreib uns mal dein geiles Tor zum 1-0. Ja, Gini legt ihn rein, der Verteidiger Gretsch kann den Ball nicht klären und ich hämmer ihn unter die Latte. Auf den Punkt gebracht. Sag doch mal 2 Sätze zu den Fans. Ich glaube, die haben heute richtig Party gemacht. War geil. Das war richtig geil. Auch wie die angezogen waren im Weiß. Das ist richtig cool. Geile Fans, ehrlich muss man sagen. Heute konnten wir sie beschenken mit dem Derby-Sieg. Ich danke dir.